Wir haben hier Gelegenheit, die wichtigsten Eigenschaften einiger Heil- und Gewürzpflanzen zu erfahren. Die allermeisten waren ja in der Antike schon bekannt. In den letzten Jahren haben wir geradezu eine Renaissance erlebt, dieser alten Kräuter und auch ihrer Wirkstoffe. Es gibt ein-, zweijährige und mehrjährige Pflanzen, sowie einheimische und auch viele fremdländische Pflanzen. Mit Herrn Bauer haben wir heute einen Fachmann, der uns einiges zu diesen Kräutern wie auch zu Pflanzen überhaupt sagen kann. Er ist auch für Kräuter ein besonderer Fachmann. Herr Bauer, was können Sie uns zu der Pflanze des Jahres sagen? Der Rosmarin ist schon seit langem bekannt. Es ist aus dem Mittelmeerraum eine Pflanze. Heißt botanisch Rosmarinus officinalis, das heißt, er wird in der Heilkunde sehr gern verwendet, schon seit alters her. Die Wirpfälzer wollen vor allen Dingen halt Rosmarinkartoffeln essen, daher ist es auch eigentlich jedem geläufig. Rosmarin, also auch in der Küche? Ja, auch in der Küche natürlich. Die Heilkraft von Rosmarin ist vielfältig bekannt. Er wurde auch schon unter Karl dem Großen in der Anbauempfehlung für die Gärten benannt. Also Karl der Große war im Jahr etwa 800 nach Christus, war in Deutschland und auch im Mittelmeerraum bekannt, die Pflanze, wurde angebaut und empfohlen. Damals wurden noch verschiedene andere Pflanzen benannt, wie zum Beispiel auch Salbei, aber da werden wir später dazu kommen. Herr Bauer, was gibt es zu Salbei zu sagen? Das ist ja auch so eine alte Pflanze und es gibt, glaube ich, fast 1000 Arten. Ja, es gibt sehr viele Arten. Hier ist der ursprüngliche Salbei officinalis. Officinalis, also Apotheker-Salbei. Es gibt zum Beispiel auch hier eine weißbunte Art und es gibt rotbunte Arten, verschiedene Arten. Der Salbei ist alther bekannt und hilft gegen Husten. Oder auch in früheren Zeiten, zum Beispiel Sebastian Kneipp, Pfarrer Sebastian Kneipp, hat es empfohlen, dass man ihn benutzt, um die Zähne zu putzen, also ein Blatt in den Mund und reiben. Da man früher halt keine Zahnbürste gehabt hat, hat man das früher halt benutzt für die Zahnpflege. Ja, ja, und auch für den Geruch wahrscheinlich. Ja, jetzt kommen wir zum Thymian, auch schon im Mittelalter bekannt und er wächst besonders im Mittelmeerraum. Und auch nicht nur Heilpflanze, sondern auch für die Küche schon immer verwendet. Ja, der Thymian, es gibt viele Arten, zum Beispiel der Feldthymian, Thymus serfilum. Dann gibt es den Zitronenthymian, den haben wir hier drüben. Und verschiedene anderen oder ein kleinblättriger oder der einfache Thymus vulgaris oder ein kompakt wachsender Thymian wird gern, die Blätter und die Triebspitzen werden gern genommen für die Speisen zu würzen im Mittelmeerraum und auch bei uns hat es in den letzten Jahren stark zugenommen. Er ist eigentlich eine Pflanze, die sehr wenig Pflege braucht, ähnlich wie der Salbei auch und der Rosmarin, sie brauchen also nicht so stark gedüngte Böden. Und sind eher Hungerkünstler. Man sollte nicht zu viel daran arbeiten und auch nicht zu viel Dünger geben, sonst wachsen die zu stark. Ja, noch eine Frage. Nimmt man die frischen Blätter? Ja, ja. Also immer frische Blätter? Immer frische Blätter, ja. Also nicht getrocknet? Man kann die auch trocknen, aber frisch ist halt am meisten Inhaltsstoffe drin. Ja. Deswegen nimmt man am besten immer frisch. Und es gibt ja auch genug, es wächst ja auch genug nach. Zu der Mittelmeerküche mit Thymian ist auch unweigerlich ein Basilikum mit verbunden. Das ist hier die Genueser Basilikum, die großblättrige. Dann gibt es noch verschiedene, zum Beispiel kleinblättrige. Hier kleinblättrige oder der rote. Dann gibt es auch noch aus verschiedenen anderen Ländern, zum Beispiel Thai-Basilikum oder Zimt-Basilikum oder der kubanische Strauch-Basilikum. Es gibt also sehr viele Arten und Geschmacksrichtungen. Die werden gern frisch verwendet, die Blätter, und gehören einfach zu Tomaten und Mozzarella dazu. Also typisch die italienische Küche.
die bei uns ja auch Einzug gehalten hat. Ja, ja. Der Basilikum ist allerdings sehr wärmeliebend und damit also frostempfindlich. Er kann nicht sehr früh rausgebracht werden. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Also man sollte schon die letzten Fröste abwarten. Denn sonst ist er gleich verfroren und kaputt. Also nicht im Freien überwintern? Ja, das geht nicht. Auf keinen Fall. Nee. Also der Salbei, der Thymian und der Rosmarin, was wir bisher gehabt haben, die waren oder sind alle frosthart ziemlich. Und der Basilikum ist halt sehr empfindlich, was die Nachttemperatur und die Tagtemperatur angeht. Eine sehr interessante Pflanze ist ja die Stevia. Der Süßstoff der Zukunft, wie die Pflanze oft genannt wird. Ja. Also die Stevia wird schon seit vielen Jahrhunderten in Japan und China benutzt als natürliches Süßungsmittel für Tees. Die werden gerade die Blätter abgemacht und klein geschnitten und dann in die Tees rein. Das süßt wunderbar. Es gibt auch im frischen Zustand? Ja, ja, natürlich frisch. Ja, kann man auch trocknen, aber frisch ist es immer halt besser. Ja. Ja. Bei uns ist es, soweit ich weiß, bisher noch nicht als dem Sinn Süßungsmittel zugelassen, aber als Badezusätze ist es bekannt. Es gibt auch noch andere Süßpflanzen, zum Beispiel Lipia dulcis habe ich hier. Und das sind also so neue Pflanzen, die bisher weniger bekannt sind. Eine Pflanze, die auch etwas süß schmeckt, aber weniger bekannt ist, das ist der Jiaogelan, ein altes chinesisches Heilkraut, das ähnliche Wirkung hat wie der Ginseng, nur halt besser, wie der Ginseng. Ja, 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 ja. Das ist eigentlich so eine Kletterpflanze. Ja, ja. Die ursprünglich, glaube ich, aus Japan, China, China ja. Ja, ja. Und die klettert wunderbar, kann man auch in Tees reintun, also in klein schneiden, also ein paar Blätter. Es ist eine wunderbare Pflanze, ist bisher noch weniger bekannt. Die Wirkung ist deswegen besser wie Ginseng, weil da unter anderem noch Saponide drin sind, also Seifenstoffe, sehr viel mehr. Und die Vielfalt macht halt eben dann die gute Wirkung. Zur Stevia nochmal, die ist ja besonders für Diabetiker interessant. Ja, ja, das muss klar. Man eindeutig mal sagen. Mhm. Sicher besser als Süßstoff. Ja, klar. Mit Zyklamat sicher. Ja, ja. Das ist halt ein natürlicher Süßstoff, der keinerlei Kalorien hat und dadurch halt eben auch nicht gefährlich wird. Der ist gar nicht so sehr bekannt. Nein. Aber trotzdem wird es in Zukunft wird man mehr darauf zurückkommen. Ja, das sollte man unbedingt halt eben selbst mal anbauen. Kann man sehr leicht auch auf dem Balkon in so einen Kübel reinsetzen und dann halt eben schneiden. Hier sieht man auch schon die weißen Blüten, wo da kommen, aber das macht gar nichts. Das treibt ja immer wieder weiter. Man kann die Blüten rausschneiden oder wegschneiden, also das spielt keine Rolle. Und über Winter? Ist nicht winterhart. Auch nicht winterhart? Nein, nicht winterhart. Ja. Aber treibt eventuell noch mal aus. Ja, hier haben wir zum Beispiel die englische Minze oder Pfefferminze, die Mitchem-Auslese. Die Minzen werden auch frisch verwendet als Tee, gerade die englische Minze. Also und ist die englische Minze die wir meistens so im Garten haben? Wir haben die Pfefferminz Menta piperata und dann die englische Minze ist eine spezielle Auslese davon. Dann gibt es noch verschiedene andere Minzen. Hier haben wir eine türkische Minze. Die sehr in die Höhe geht. Ja, ja, die wächst so in die Höhe. Und die nimmt jeder türkische Koch ganz gern mit für die Essenszubereitung. Oder hier noch einmal eine Orangenminze. Die hat, Sie sehen es, glattere Blätter. Ja, ja. Ja, und man nimmt das alles frisch. Oder Apfelminze. Oder hier haben wir, das ist sehr schön, das ist so eine weißbunte Art, die Apfelminze. Sehr dekorativ. Ja, und riecht auch ein bisschen nach, wenn sie dran reiben, riecht ein bisschen nach Ananas. Ach was. Aber das ist alles eine Familie. Ja, ja, gehört auch dazu. Das heißt Menta sua violens, die Ananasminze. Und die, also meine, ich will jetzt nicht mit botanischen Namen so die Leute ärgern. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wir kennen die vor allen Dingen für Tee. Ja, oder? Ja, ja. In der Küche, glaube ich. Ja, klar.
Ist er weniger bei uns. Ja, ja. Aber als Tee, also allzeit beliebt. Was wir noch haben, ist der Lavendel, der vor allen Dingen wegen seinem Duft. Duft und der Blüte, ja, aber und der auch. Blüte, ja. Die Lavendelblüten sollen dann geschnitten werden und getrocknet werden, wenn so die ersten Blüten wie hier gerade aufgehen. Ja. Und dann sollte man sie gleich rumdrehen und mit dem Kopf nach unten aufhängen, dann halten die Inhaltsstoffe länger und halbschattig trocknen bei etwa 30 Grad. Man kann die auch schneller trocknen im Backofen, aber halt eben nicht über, sagen wir mal, 40 Grad soll dann die Trocknungsprozesse sein. Ist Lavendel winterhart? Ist winterhart, ja. Und man sollte ihn eigentlich zweimal im Jahr etwa zurückschneiden und nicht zu viel düngen und gießen, sonst wächst er zu stark. Bei uns wird meistens halt eben zu stark gegossen. Er ist ja eigentlich aus Trockengebieten, aus Mittelmeergebieten. Ja, das vergessen wir meistens und meinen, es wäre gut, viel zu gießen. Ja, das wächst nur dann umso stärker. Man muss dann umso stärker auch wieder zurückschneiden. Und er wird auch gern bei Rosen angepflanzt. Rosen lieben ja auch Kalkboden, er liebt auch Kalkboden, aber er liebt vor allen Dingen auch ein bisschen magere Böden und nicht so stark. Besonders in dem Monat, wo auch Rosen blühen, also haben wir auch so ein Gärtchen Rosen und Lavendel. Also das sieht ganz toll aus. Ja, soll auch Läuse vertreiben, wie verschiedene andere Pflanzen auch. Ja. Das ist ja sehr gut. Darüber haben wir den Kardamom. Das ist ja auch was Exotisches eigentlich. Das wird auch für Tees genommen. Das riecht nach Zimt. Sie können mal dran reiben, das riecht ganz intensiv nach Zimt. Oh ja, Kardamom. Kardamom, auch für Kaffee. Ja. So ein kleiner Zusatz zum Die Kaffee. Die Blätter werden vor allen Dingen für Tee verwendet, also klein geschnitten. Und das kommt laufend nach. Es blüht bei uns eigentlich nicht. Das wird auch die Blätter werden klein geschnitten und werden dann in die Speise rein oder auch als Tee. Ist ja vor allen Dingen in der chinesischen und thailändischen Küche ist das bekannt. Zitronengras. Ich denke, man kann die Speisen auch besser verdauen. Ja, klar, die das helfen ist auch, natürlich. Ja, genau. Hier haben wir noch eine Spezialpflanze, das Gotula. Cola, Gotu-Cola, das ist auch eine Pflanze, man sagt ihr nach, dass sie die Langlebigkeit fördert, wenn man mehr so 2-3 Blätter am Tag isst, also natürlich kleingeschnitten zum Essen. Das ist jetzt aus China, ist die Pflanze zu uns rübergekommen, rankt auch, man sieht, sie rankt hier und macht dann so schöne Blüten. Ich habe noch eine Frage, jetzt allgemein. Also es ist nicht so, dass alle Pflanzen jetzt, von denen wir gesprochen haben, die gleiche Erde, den gleichen Boden wollen. Nicht? Ja. Das ist ganz verschieden. Ja, klar. Also eigentlich so die Hungerkünstler sind Thymian, Salbei, Rosmarin und auch Lavendel. Pflanzen, die mehr Pflege brauchen, ist zum Beispiel Basilikum. Die brauchen schon ein bisschen nährstoffreichere Erde. Also die verschiedenen Basilikumarten. Man sieht es auch so an dem Grün, das ist ja was ganz anderes, als wie jetzt so die hatten, relativ harten Blätter im Vergleich dazu zum Lavendel. Ja. Nicht, und sie haben keine Nebenwirkungen, das ist es ja immer, was so wichtig ist. Ja. Und deshalb kommen sie immer wieder oder immer mehr jetzt in Gebrauch, weil wir erkannt haben, dass die andere Medizin oft enorme Nebenwirkungen hat. Ja. Gut, bei jedem Kraut, manches ist halt eben auch giftig, nicht alles ist halt eben zu verwenden. Früher, in früheren Zeiten hat man zum Beispiel auch Buchsbaum verwendet, aber der ist eigentlich giftig. Oder auch bei Efeu muss man aufpassen, das ist auch giftig. Das ist aber alles. Ich glaube, das war schon bekannt. Ja, aber wie gesagt, da muss man halt eben aufpassen. Nicht jedes Kraut ist halt eben auch wirklich uns förderlich für das Essen. Und deswegen sind manche Kräuter dann doch ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und nur noch in der Medizin natürlich haben die sicher dann ihre Berechtigung und wird halt eben was gemacht. Ich glaube, Buchsbaum oder Efeu wird zum Beispiel in der Mittelprospan verwendet.
Also auch zum Abhusten, ja, aber ja, da muss man einfach aufpassen. Als Laie sollte man da, glaube ich, nicht viel mitarbeiten mit sowas. Herr Bauer, ich bedanke mich ganz herzlich für die Erklärung und dass Sie sich Zeit genommen haben heute für uns. Und ich hoffe, dass wir gelegentlich nochmal kommen dürfen. Ja, gern, sicher.